Ja, wie ihr gemerkt habt, da war ein kleiner Cut drin, da waren die 15 Minuten voll, das Video wird gespeichert und ich muss jetzt nochmal eine neue Aufnahme anfangen. Heißt wohl zwei Videos, es sei denn, ich finde irgendwie eine Möglichkeit, die zusammenzuschnibbeln. Muss ich mal schauen. Gut, wie gesagt, also das Motorrad erspare ich mir jetzt erstmal. Ich finde es auch optisch nicht so schön. Vielleicht gleich mal zeigen, ich wechsle jetzt mal kurz in den Online-Modus. Einfach mal eine kleine Solo-Session. Da zeige ich euch dann gleich mal die Dinge auf der Webseite, inklusive den Preisen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gespart für das eine oder andere Fahrzeug. Roxa geht jetzt mittlerweile nur noch von Multimillionären aus. Oder will versuchen, auf diese Art und Weise Leute zu motivieren, noch mehr zu spielen. Ich weiß es nicht, oder Sharkards zu kaufen. Mein Tipp: Kauft euch nur das, was ihr wirklich haben möchtet, wollt. Und nicht nur, weil es teuer ist, ist das nicht gleich das Beste vom Besten. Also dann wollen wir mal gucken. Ich zeige euch jetzt mal die Webseite. Ja, wo ist da? Nicht so selten drauf. Reisende Transport, natürlich bei Legendary. Und da seht ihr sie schon. Der Brawler, das Geländefahrzeug für 715.000. Das neue Muscle Car für 225.000. Die Coquette für 695.000. Der Pro GNT 20 für 2,2 Millionen. Na, wer hat das noch über? Und die Dinka Vindicator. Wie ihr seht, es ist einfach nicht mein Motorrad. Also es haben muss für 630.000 plus Tuning, muss man dazu ja auch immer noch sagen. Von mir aus, also es ist, mein Ding ist es nicht. Ja, da haben wir noch die alten Fahrzeuge von dem ersten Update. So, was haben wir natürlich noch? Es müsste bei Dog and Tease ein neues Boot geben. Da ist es. Kostet auch nur 1,75 Millionen. Werde ich mir jetzt auch erstmal nicht zulegen. Das werden wir nachher bei Javikubo sehen. Das ist ein bisschen ausführlicher vorstellt. Ob das wieder irgendeine Sonderfunktion hat, dass man da irgendwas Shampoo saufen kann oder sonst irgendwie. Man wird sehen, ich weiß es nicht. Bietet Platz für 4 Leute. Wird man sehen. Also, Boote sind für mich sowas von überflüssig in dem Spiel, weil man sie wirklich nie braucht. Außer zum Fun haben, weil dafür habe ich meinen kostenlosen Speeder immer noch irgendwo rumstehen. Gibt damals kostenlos, glaube ich, auf der PS3 noch. Sonst noch was Neues, ich weiß es nicht. Wir gucken mal bei Leaders Travel. Nein, da haben wir nur die vom letzten Mal, die goldenen Dinger. Bei Warstock, ich guck mal kurz bei Historisch heißt Update. Nein, da kommt nichts Neues dazu. Vielleicht neue Fahrräder, mal kurz gucken. Nein, auch hier nichts Neues. Wäre auch mal was Schönes. Da scheint aber auch nichts Neues dabei zu sein. Schauen wir mal ganz kurz durch. Nee, eins von Ilgotten Gain ist das. Es sind also auch keine alten Fahrzeuge mittlerweile verfügbar gemacht worden. Es gibt immer noch ein paar Autos, die man noch nicht kaufen kann, scheinbar. Ja, schade. Was könnte man noch gucken? Ich könnte mal den Mechaniker anrufen, um zu schauen, ob wir. Schauen wir mal nach, ob es da irgendwie ein Wehrmechanismus gibt oder so. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Oh, Verzeihung. I'll get back to it then. Das können wir gleich mal testen, ob man vielleicht eine vierte Garage kaufen kann. Ich bezweifle es ein wenig. Sowas hätte ich wissen können. Gekriegt. Wir düsen mal ganz schnell zum Ammunition, denn es gibt auch
etwas, was einige vielleicht erwartet hatten. Folgliche Verfahren. Bei der Aufnahme. Mal schauen, was wir da noch mit reinkriegen. Sollte ich gleich irgendwann abbrechen? Ich habe ja wie gesagt leider keine Uhr mit Laufen. Ich werde es dann dabei belassen, soweit wir gekommen sind. Den Rest werdet ihr dann alles ausführlicher, denke ich mal, bei Jabiko auf TorTV sehen können. Einfach mal bei YouTube nach Torp-TV suchen. Der wird im Laufe des Tages, denke ich mal, auch seine Aufnahme da zur Verfügung stellen. Dann schauen wir mal kurz hier rein, ob es irgendwas Neues gibt. Von einer Sache weiß ich es ja schon. Na komm, das dauert immer ewig hier. That's good for killing gophers. Wo finden wir das? Ich will. Ach so, die Präzisionspistole, die habe ich auch noch nicht. Na gut, die kaufen wir uns auch mal schnell. Zack. Nein, das da drüber war neu. Der Schlagring. Gibt's wohl in verschiedenen Modellen. Das ist die Standardmodell. Das Standardmodell. Das gibt es auch gepimpt. Im Baller-Style. Ei, damit möchte ich nicht auf die Schnauze kriegen. Ja, hier kann man nochmal sein Vermögen zeigen. Komplett aus Stahl. Ja, wenn ihr jemanden sagt, was ihr von ihm halten wollt. Der Lover-Style. Naja. Der Spieler wäre mal schön, wenn es das Casino da mal geben würde. Da können wir vielleicht auch noch, vielleicht schaffe ich dann auch da kurz vorbeizufahren. Ich zweifle aber dran, dass es auf ist. Hier hätte ich mich irgendwie gefreut, wenn man da seinen Crew-Tag irgendwie draufsetzen könnte. Als Busch, ne? Wenn man hier schon hier Larv und sowas hat, warum nicht Torab drauf haben? Naja, vielleicht kommt sowas dann auch. Scheinbar gibt es ansonsten nichts Neues. Klamotten werde ich jetzt auch nicht drauf eingehen erstmal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Dann fix. Irgendwo beim Haus aufladen. Hier könnte man eins kaufen. Ich will nur mal kurz schauen, ob man eins mal einen Slot hat. Wie man sieht, nein, wir haben keinen freien Start. Das heißt, keine vierte Garage möglich. Ihr müsst euch wohl, wenn ihr neue Fahrzeuge haben wollt, von Anfang an nicht. Ansonsten fällt mir auch sonst nichts Neues auf. Ich habe noch keine Nachricht gekriegt, dass neue Aufgaben oder sowas verfügbar sind. Wir schauen noch einmal ganz kurz beim Casino vorbei. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, es könnte sein, dass es einfach gleich abbricht. Ich werde nämlich noch ein drittes Video machen. Ich denke, einiges sollte man auch selber erkunden. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gespoilert, wenn das, aber dann hätten wir schon ein Ziel. Grüße habe ich schon gelesen, sollte auf der PS4 580 MB betragen. Wieder fast eine halbe Stunde gebraucht hat, dafür spricht für sich. Ich habe dann wieder eine Einfahrt zu früh genommen. Nur mal schauen, ob irgendwas hier schon steht. Ja, immer noch oben in Zoom, wie seit jeher. Seit Anfang des Spiels, nicht wie einige behaupten, seit irgendeinem Updates. Es ist noch kein Symbol auf der Karte, das heißt, das Ding ist geschlossen. Schade, ne? Ich hätte irgendwie darauf gehofft, dass ich den Schlag für Player gesehen habe.
Nun gut. Ich würde sagen, ich beende das dann hier. Vielleicht sieht man den einen oder anderen auf der PS4 ja am morgigen Donnerstag, Uhrabend. Würde mich sehr freuen. Und dann so. Hört, liest und sonst was. Ich weise noch einmal kurz alle darauf hin, dass wir derzeit wieder eine kleine Aufräumaktion machen. Schaut auf unsere Website und bei Facebook vorbei oder kurz im Proofeed, das die Website verlinkt. Einfach mal zur Kenntnisnahme. Und bis demnächst. Euer Hotze.